Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer Produktvorstellung der ganz besonderen Art. Heute gibt es was Neues aus dem Hause Aquamedic und ich kann euch sagen, da wird was auf euch zukommen. Wenn euch das interessiert oder ihr wissen wollt, was es ist, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, danke schön fürs Dranbleiben und fürs Interesse zeigen und ja, viele werden es schon an der Form sehen, es ist groß, es ist breit, es ist ein Abschäumer. Korrekt. Was ist an einem Abschäumer jetzt so besonders bzw. so toll, werde ich euch gleich zeigen, aus dem ganz einfachen Grund. Aquamedic hat das Rad nicht neu erfunden, sie haben es aber ein kleines bisschen runder gemacht in meinen Augen und steigen damit in eine, ich sage es mal, Klasse auf, die ja, man von ihnen so von der Qualität her bisher nicht kennt. Also es ist definitiv sehr gut verarbeitet worden. Und was erzähle ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ich zeige ihn euch einfach mal. Ja? Wir packen das Ding hier jetzt mal aus, ganz vorsichtig, damit nichts runterfällt oder kaputt geht. Da ist das gute Stück. Und ihr seht, es ist ein Mordsteil. Der ist riesig, der ist groß und der ist auch für Becken bis 1600 Liter geeignet. Die Serie nennt sich Ocean Queen, gibt es in drei verschiedenen Größen, 90, 160 und 300. Und das sagt auch dann schon was über die entsprechende, oder über, das sagt was über die entsprechenden Einsatzgebiete, weil 90 sind für Becken bis 900 Liter, das ist der 160er, der geht bis 1600 Liter. Und der 300er geht natürlich bis 3000 Liter. Und ihr seht, es ist wie gesagt ein Mordsgerät. Ich kann mich eigentlich noch nicht genug daran satt sehen. Und hier in dem Abschäumer ist tierisch auf Akustik geachtet worden. Also wie gesagt, wir haben das Gerät dreifach entkoppelt. Einmal hier hinten durch den Ring, einmal durch die Gummipuffer hier auf der Platte selber und die Gummipuffer unten vom Abschäumer selber. Und ja, dann gehen wir mal über zur Pumpe. Es ist wie gesagt eine DC Runner, die mache ich jetzt hier mal eben ab. Und in dieser DC Runner ist ein neu entwickeltes, ja, sie nennen es Power Wheel. Dieses Power Wheel ist dafür da, um einen extremen Lufteintrag zu gewährleisten. Das Ganze ist wirklich komplett neu entwickelt worden von Aquamedic. Ich bin gespannt, wie es funktioniert, wie es läuft, wie das Schaumbild an sich aussieht. Werden wir dann nachher sehen, wenn ich das Ganze in Betrieb nehme. Und ja, dieses Power Wheel soll ein entsprechendes Schaumbild geben, was dann extrem gut ist. Und das werden wir uns nachher dann auch mal anschauen. Das ist definitiv sehr interessant, finde ich genial. Was ich übrigens auch genial finde, ist, was ich bei meinen anderen Abschäumern jetzt noch nicht hatte, diesen externen Motor, den man einfach nur zur Wartung, wenn er dann gewartet werden muss, einfach nur abziehen und das Ganze dann hier oben abnehmen. Zack, haben wir es in der Hand und müssen uns nicht unbedingt mit dem Buddy rumschlagen. Den mache ich sowieso nur alle Jubeljahre mal sauber, wenn das dann sein muss. Wo wir gerade schon dabei sind, kommen wir hier zum Schalldämpfer. Ihr seht, das ist ein recht massives und großes Teil. Und ihr seht auch, dass hier einiges, dass hier eine entsprechende Materialstärke an Acrylglas verarbeitet wurde. Was mich an den bisherigen Schalldämpfern immer ein wenig, ja, genervt hat, beziehungsweise was ich nicht leiden konnte, war, wenn hier mal Wasser reinkommt, dann kriegt man das unheimlich schlecht wieder raus. Zudem kann es sein, werden wir auch mal testen, dass man vielleicht auch immer noch Geräusche hört, trotz Schalldämpfer. Dann hat man unter anderem die Möglichkeit, das ist jetzt neu, einmal zum Trockenmachen und einmal vielleicht, wenn man es haben möchte, also ich denke, ich brauche es nicht, warum, sage ich euch gleich, kann man hier noch Watte oder Ähnliches reinstopfen, um noch zusätzlich den Schall zu dämpfen. Also ich denke, es ist aber nicht nötig, zumindest bei mir nicht, weil ihr wisst ja, ich habe hier noch Atemkalk dran. Und ich habe auch noch Ozon laufen. Das heißt, ich habe einen relativ langen Schlauch, der auch als Schalldämpfer dann im Endeffekt
zusätzlich noch fungiert, plus dem Atemkalk und. Also ich denke, ich werde das einfach so schön klar lassen und hoffen, dass es so klar bleibt. Und sollte da mal Wasser reinkommen, zack, könnt ihr ganz einfach ohne Probleme das Ganze öffnen und reinigen. Coole Sache. Da habe ich mich bei einigen manchmal gewundert, warum macht man das Ding nicht abnehmbar. Vielleicht haben es einige Hersteller, ich achte da eigentlich nicht so wirklich drauf, aber die Abschirme, die ich bisher hatte, hatten dieses Feature eben nicht. Ja, nochmal kurz zu der Pumpe. Das Ganze ist, wie wir es schon kennen, App gesteuert oder Controller gesteuert. Wir haben eine Futterpausentaste drin. Wir haben hier unten noch zusätzlich eine 0 bis 10 Volt Steuerung. Die Pumpe läuft auf 24 Volt, somit hat sie genug Saft. Aber lasst mich eben schauen, 31 Watt hat die Leistungsaufnahme. Bei den anderen Geräten, bei dem 90er sind es 18 Watt und bei dem 300er sind es 58 Watt an Leistungsaufnahme. Das sind dann die entsprechenden anderen Pumpen. Also ich jetzt hier die mittlere, die 3-3er. Ich denke, das ist soweit okay. App steuern lässt sich das Ganze dann noch? Muss ich noch irgendwas sagen? Nein. Also ich bin mal gespannt auf dieses Power Wheel hier. Das ist groß angekündigt worden. Das soll ein extremes Schaumbild geben. Wir werden es nachher sehen. Ja Leute, kommen wir zum nächsten Part. Motor haben wir abgearbeitet erstmal. Jetzt kommen wir zum Schaumtopf. Hier haben wir auch einige Special Sachen. Schönen massiven Deckel. Legen wir mal auf Seite. Und ja, komisch. Der ist rund. Ja, wie jeder andere auch, aber wir haben hier noch ein paar Kleinigkeiten dran, die interessant sind. Einerseits haben wir hier unten, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier haben wir einen Ablass, da können wir einen Schlauch anschließen, damit wir unser Absorbat entsorgen können. Das ist übrigens ein Schlauch, den ich euch noch nicht gezeigt habe. Da habt ihr ausreichend dabei, könnt ihr euch zurechtschneiden. Den dann als Ablauf. So, jetzt ist das Ende offen. Entweder ihr packt es direkt in einen Kanister rein, den ihr da separat stehen habt, oder ihr lasst das Ding wieder voll laufen. Dann könnt ihr hier hingehen und die Kappe, fummelig ist es, da hinten drauf setzen. Und somit ist das dicht. Und ja, dann haben wir noch dieses ominöse Röhrchen. Dieses ominöse Röhrchen nennt sich Cup Control. Hat damit zu tun, dass es einerseits ist es ein Überlaufschutz und hier kann ich natürlich auch dementsprechend noch Schlauch anschließen, wenn ich das möchte. Das ist im Prinzip dafür da, dass es ein Überlaufschutz. Einerseits, wenn der Abschäumertopf zu voll ist, dann geht darüber dann entsprechend das Absorbat raus. Kann man dann auch entweder in einen Eimer und einen Noteimer oder ähnliches reinpacken. Und es hat aber auch den Vorteil, muss ich noch ausprobieren, habe ich jetzt auch nur vom Hören sagen, es nimmt ein bisschen den Druck aus dem Topf, wenn der überschäumt. Also sprich, ihr kennt das schon mal, wenn man neue Watte einsetzt oder ähnliches, dann fängt der Abschäumer an zu kochen auf einmal, wenn man die nicht richtig ausgespült hat. Und dieses Röhrchen hier soll, das werden wir noch sehen, dann dafür sorgen, dass das dementsprechend dann nicht überläuft, dass er nicht überkocht, also nicht komplett oben raus, also wie ihr es kennt, dass das aus den Löchern rauskommt oben, dass dann darüber halt der entsprechende Schaum bzw. Wasser dann ablaufen kann. Das kann man dann direkt unten wieder reinlaufen lassen, beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich so machen, werde diesen Schlauch hier dran anbringen und ihn so legen, dass er dann in die Rückförderkammer läuft, dass es dann wieder hoch ins normale Becken geht. Somit habe ich dann, ich sag mal, diesen Kreislauf, der dann entsteht. Also bei mir ist es grundsätzlich so, wenn mein Abschäumertopf übergekocht ist, dann ist da unten Material drin und dann kocht er wieder weiter über und das macht er so lange, bis ich dann ja das Ganze mal komplett abgesaugt habe oder komplett neues Wasser da unten drin ist. Und ich denke, wir werden es ausprobieren. Ich werde es euch berichten. Ich werde diesen Schlauch halt so anbringen, dass er halt direkt in die Rückförderkammer läuft oder vielleicht in einen separaten Behälter, den ich da unten nicht anbringen kann, weil ich keinen Platz dafür habe. Also läuft es zurück ins Becken und dann werden wir mal schauen, ob das dann so funktioniert, wie sich das Aquamedic gedacht hat. Ist recht
interessant. Schauen wir uns, wie gesagt, dann im weiteren Verlauf an. Dann stellen wir den mal jetzt hier vorne hin und machen weiter mit dem Body. So, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Body selber. Ich glaube, ich hatte anfangs gesagt, es ist ein Gerät, was bis auf eine einzige Schraube komplett werkzeugfrei zerlegbar ist, und zwar vollständig zerlegbar. Und das finde ich ziemlich, ziemlich geil. Wir haben hier unten wieder Schrauben, 1, 2, 3, 4. Ganz normale Plastikschrauben, also Kunststoffplastik. Kunststoffschrauben, so dass auch nichts an Metall da unten dran ist. So, und damit wir diesen Body jetzt hier abnehmen können, wir haben ja hier unten noch das Rohr, was in den Schaumbereich da unten reingeht, in den Schaumtopf da unten. Das müssen wir ein kleines bisschen verschieben und dann können wir den nach oben wegziehen. Und dann haben wir den guten Body hier schon in der Hand. Und jetzt gehen wir mal der Reihe nach dann. Wir haben hier diese Form Rails, nennen die sich. Erinnert mich so ein kleines bisschen an eine Colaflasche oder Fanta oder so. Aber die sollen im Endeffekt dafür da sein, also wenn ich das jetzt mal so halte hier, ich hoffe, das sieht man, die sollen so ein kleines bisschen den Schaumverlauf nach oben stabilisieren. Wir haben einmal hier den, lasst mich nicht lügen, ich muss eben ablehnen, Bubble Booster nennt er sich, dieser Verteiler hier unten. Also die Blasen werden hier unten reingepustet von dem Motor, beruhigen sich da unten schon drin, werden dann hier drin im Bubble Booster selber nochmal, ich sag mal, beruhigt, sodass wir schon mal einen sauberen Aufstieg nach oben haben, dass das alles nicht durcheinander gehen soll. Vermute ich mal, ist es der Gedanke dahinter. Und diese Formrails sollen das Ganze dann noch zusätzlich unterstützen. Mann, das war jetzt eine schwere Geburt. Wir werden mal sehen, ob das alles so funktioniert. Die Schraube, die ich übrigens meine, sitzt hier. Das ist eine kleine Imbusschraube, die ich dann mit einem Imbusschlüssel lösen muss, damit ich das hier auch noch auseinandernehmen kann. Hier sitzt eine Dichtung drauf, die im Endeffekt dafür zuständig ist, dass ich dann, Entschuldigung, dass das Gehäuse dicht abschließt. Und jetzt kann ich euch auch nehmen wir die Dichtung mal eben kurz runter, die entsprechenden Füßchen hier unten zeigen, die dann noch zusätzlich dafür sorgen, dass das Ganze akustisch entkoppelt wird. Die sind übrigens auch ersetzbar, kann man rausnehmen, aber man sollte auch darauf achten, wenn man sie wieder reindrückt, dass sie sauber eingedrückt sind, komplett rundherum und glatt anliegen, ansonsten fallen sie nämlich raus. Ja, also nicht nur einfach draufsetzen und gut ist und sich dann anschließend darüber aufregen, die fallen ja ständig ab. Wenn die nicht sauber in die Platte eingearbeitet sind, dann lösen die sich auch. So tun sie es nicht. Das war der Body unten. Und kommen wir zum Hauptbody. Der hat nämlich auch noch einige Kleinigkeiten. Hier haben wir unseren Wasserstandsregulierer. Den man übrigens auch, wenn man das möchte, hier oben sitzt eine Schraube. Da gehe ich auch einfach nur hin, löse diese, kann das Ganze dann, Moment, Vorführeffekt, vorher nicht geprobt. Ich muss die Schraube ganz rausdrehen, weil diese nämlich wahrscheinlich komplett durch das Röhrchen hindurch geht. Genau, damit sie auch fest drauf sitzt. So ist der Plan. Jetzt habe ich gleich natürlich Probleme, das wieder reinzukriegen. Ihr seht, da ist ein Loch. So, wenn ich die abgenommen habe, kann ich das nach unten schieben und kann auch das auseinandernehmen, reinigen, wieder zusammensetzen, kann hier drin reinigen. Das ist alles frei zugänglich und ja, in meinen Augen durchdacht. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Löchlein wieder treffen. Er hat es nicht da. So, und jetzt kommen wir noch zum nächsten Punkt. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, die schwarzen Aufnahmen, die hier überall rundherum sind. Das sind, da habt ihr im Prinzip die Möglichkeit, den Abschirmer, den nehme ich jetzt mal hier so ein kleines bisschen zurück, damit wir das besser zeigen können. Der Motor sitzt ja im Endeffekt immer hier vorne. Aber ich brauche vielleicht eine andere Ausrichtung und habe jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze so auszurichten, wie ich es brauche. Wie gesagt, ich kann die Ausrichtung
machen wir jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt mal das Röhrchen hier raus. Das macht man dann ja auch nur einmal, wenn man sagt, okay, ich möchte das anders haben, als wie das vom Werk aus gedacht ist. Dann kann man sich das so hinstellen, wie man es braucht. Die Löcher sind alle gleich. Man hat immer hier die entsprechende Aussparung dafür. So, jetzt muss ich gucken, wo sind die Löcher denn? Da. Und dann kann ich das Ganze so zusammenschrauben, wie ich es brauche. Und habe meinetwegen die entsprechende Verlängerung hier hinten, je nachdem, wie das Technikbecken das halt braucht. So, jetzt machen wir einen kleinen Schnitt. Ich setze das Ganze wieder zusammen und dann geht's weiter. So Leute, jetzt habe ich auch nochmal alles zusammengetragen, was in der Verpackung war. Habe ich eben ja nicht alles gezeigt, also fangen wir nochmal kurz an, das von hinten nach vorne. Wir haben einmal zwei Bedienungsanleitungen, einmal für den Abschäumer selber und natürlich einmal für die C-Runner, das ist klar, logisch. Das Netzteil für die C-Runner, 24 Volt. Wir haben den Controller, wir haben den C-Runner selber, wir haben den Buddy und Schaumtopf und der gesamte Abschäumer natürlich. Dann haben wir hier die Schläuche, also sprich der hier und der, die waren an einem Stück, den habe ich mir zurechtgeschnitten. Da muss man dann halt gucken, wie man den Abschäumer ausrichtet. Wenn ich den anders ausrichte, dann brauche ich natürlich auch von hier vorne bis da hinten ein etwas längeres Stück Schlauch und dann wird das hier etwas kürzer. Oder das andere, je nachdem, könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt und wie es in eurem Technikbecken bzw. in eurem Becken gebraucht wird. Und ja, alles in allem, denke ich, ist alles dabei, was das Ding braucht, um direkt in Betrieb zu gehen. Ich werde es jetzt in nächster Zeit hier bei mir einsetzen, laufen lassen, testen und da werde ich euch dann auch nochmal separat drüber berichten. So Leute, ich hatte euch ja versprochen, euch dann mal kurz mit ins Technikabteil zu nehmen. Der Abschäumer ist installiert und ihr seht, er hat auch schon eine Zeit lang gelaufen. Ich kann einfach nur einen Spruch dazu geben. Ich kann mich nicht genug beschweren. So, das Gerät ist jetzt auf 100% Leistung eingestellt. Leistungsaufnahme laut Display sind dann gleich 25 Watt. Ich schmeiße das Ding einfach mal an und halte jetzt mal den Rand. Also ihr bekommt selber mit, wie leise der eigentlich ist. Ich muss jetzt gerade mal ein kleines bisschen zurückregeln. Nur ein bisschen. Der hat ganze 15, 20 Minuten eben gebraucht, nachdem ich ihn wieder zusammengesetzt habe und gereinigt habe, bis der wieder festen Schaum produziert. Jetzt kann ich ihn wieder was hochregeln. Ihr seht, da oben ist schon fester Schaum, der da auch schon teilweise rübergedrückt wird. Und von der Akustik her kann ich mich einfach nicht genug beschweren. Ich versuche jetzt mal so ein kleines bisschen unten auf die Form Rails drauf zu zoomen. Ich hoffe, das klappt einigermaßen und wir kriegen ein gutes Bild rüber. Und ihr seht selber, wie sich da die Blasen drin fangen und so ein kleines bisschen, ich sage jetzt mal, beruhigt werden. Von Beruhigung ist da unten in dem Ding momentan natürlich keine. nichts zu sehen, ist klar, logisch, aber sie werden definitiv stabilisierend auf den Formen, also sprich auf den Blasenfluss sich auswirken. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell das hier oben dann nach oben gegangen ist. Ich muss den gleich sowieso noch ein bisschen zurückregeln. Aber alles in allem, der hat mir von gestern auf heute schon eine gute Menge rausgeholt. Blende ich euch auch nochmal kurz ein. Das ist schon ziemlich geil und ja, alles andere seht ihr jetzt gleich, beziehungsweise seht ihr dann bei mir in den Tagebüchern, wenn es dann weitergeht. Ich fasse nur noch mal kurz zusammen, was jetzt hier alles an diesem Gerät von Aquamedic neu entwickelt wurde. Also grundsätzlich ist es so, das Gerät soll ultra leise sein, einmal dadurch, dass es dreifach entkoppelt ist. Wir haben hier, also sprich die Gumminoppen unten drunter, die ich euch gezeigt habe. Die Pumpe selber hier hat auch Gumminoppen. Und wir haben hier am Gehäuse die entsprechende Entkopplung durch die Gummimuffe, dass dann die Vibration der Pumpe nicht aufs Gehäuse übertragen wird. So, das ist der erste Punkt. Dann haben wir innen drin diese spezielle
Diese Formrails und ich habe schon wieder vergessen, Bubble Booster, genau. Ich kann mir solche technischen Details nicht merken. Ne? Der Bubble Booster und die Formrails, die halt dafür sorgen, dass dann dementsprechend die Blasen und der Schaum vernünftig geführt werden. Und damit wir überhaupt vernünftigen Schaum haben, haben wir ja hier drin das Power Wheel, was auch neu entwickelt wurde, um das Ganze noch feiner, noch besser zu verwirbeln bzw. ein besseres Blasenbild hinzukriegen. Ich werde sehen, wie es im Endeffekt läuft und werde natürlich darüber berichten. Klar, logisch. Ja, was haben wir noch? Ach ja, hier oben die Cup Control, der entsprechende Stifte, Überlauf, der da oben drin ist, der einmal den Überdruck nehmen soll und gleichzeitig auch als Überlauf dient. Ich habe es, wie gesagt, jetzt so angeschlossen, dass es anschließend bei mir separat in einen anderen Bereich läuft, nicht zur Pumpe zurück, weil das gibt dann eine never-ending Story. Also ist meine Erfahrung damit. Und ja, den normalen Ablauf hier, da kann man entweder die Kappe draufsetzen, aber ich werde mir noch ihren entsprechenden Hahn besorgen. Kann man machen, muss man nicht, weil wenn man das hier abziehen will, nach einer gewissen Zeit, das wird ein bisschen schwieriger, aber es ist natürlich auch dicht. Also dafür ist es dann auch in Ordnung. Der Topf ist riesig, da passt einiges rein. Ich habe jetzt noch nicht ausgemessen, wie viel es ist. Was ich natürlich auch sehr toll fand, war hier oben der Schalldämpfer, dass er sich öffnen ließ oder öffnen lässt und sich somit auch reinigen lässt. Und wie gesagt, das gesamte Gerät ist eben bis auf diese eine Schraube unten beim Bubble Booster komplett ohne Werkzeug zu zerlegen. Das finde ich schon mal krass geil. Muss ich einfach so sagen, ich bin einfach begeistert von dem Ding. Zumindest schon mal so, wie es jetzt hier draußen steht, ob es seine Leistung bringt oder nicht. Ja, das werdet ihr dann im weiteren Verlauf in meinen Videos sehen, in meinen Tagebüchern. Und nach 6 Monaten Pi mal Daumen werde ich definitiv auch ein Review zu dem Ganzen hier machen. Ich denke, ich habe euch jetzt lang genug zugelabert und die entsprechenden Infos stehen natürlich auch im Netz bereit bei Aquamedic auf der Seite, wenn dieses Gerät dann jetzt in den Verkauf geht. Da könnt ihr euch auch nochmal drüber informieren. Wie gesagt, 3 Größen gibt es und ich blende euch auch nochmal eben die Tabelle mit ein, wie groß und welche Abmessung und welchen Wasserstand das Ganze haben sollte, damit es optimal funktioniert etc. pp. Das waren jetzt technische Daten, die ich jetzt hier euch nicht unbedingt um die Ohren hauen wollte. Ja, nichtsdestotrotz, wenn er hier draußen steht, bringt er nichts. Ich baue den jetzt gleich ein und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich zähle auf euch. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir gerne einen Daumen da. Euer Viper. Ciao.